Ja, Schuka, erstmal vielen Dank, dass Sie hierher gekommen sind. 3 Tage sind rum. Was für ein Fazit würden Sie ziehen nach der Spiel um Platz 5 und 6? Dass wir bei einem Turnier, wo man immer Erster und Letzter werden kann, eigentlich eine ordentliche Leistung gebracht haben. Ein bisschen schwankend, morgens die Spiele gewonnen, damit das eher verloren. Sodass wir dann natürlich um Platz 5, 6 spielen. 3-4 spielen, Entschuldigung. Aber das ist bei so einem hochklassigen Turnier auch nicht verwunderlich. Da ist die Mannschaft, die am konstantesten spielt, auch meistens am erfolgreichsten. Wie ist es bei Ihnen? Mit welchen Spielern sind Sie hergefahren? Haben Sie jetzt eher mehr B-Jugendspieler dabei, um auch schon mal vorausschauen auf die nächste Saison ein paar Spieler zu testen? Oder haben Sie gesagt, komm, machen wir nochmal einen schönen Abschluss, nehmen wir alle mit? Eine gemischte Situation. Also wir haben schon Altjahrgänge dabei, die jetzt einfach nochmal ein Highlight zum Abschluss haben ihrer, sag ich mal, Jugendlaufbahn, haben aber auch schon 4 B-Jugendspieler dabei und haben gesagt, wir wollen mal eine gemischte Truppe hinschicken, wollten aber auch sagen, dass natürlich die Mannschaft, die eine sehr gute Saison aus unserer Sicht gespielt hat, nochmal einen schönen runden Abschluss hat. Wobei wir noch 2 Pokalspiele haben, also. Nun ist ja die Situation in Düsseldorf, man hat den 1. FC Köln nebenan, man hat Bayer Leverkusen nebenan, Gladbach ist auch nicht weit, das Ruhrgebiet ist auch nicht unbedingt weit weg da oben. Wie ist es denn? Müssen Sie sich um Spieler mehr bemühen als jetzt zum Beispiel Bayern 04 Leverkusen oder Mönchengladbach? Ja, man muss seinen Weg finden. Ne? Also wir haben, glaube ich, als Fortuna Düsseldorf unseren Weg gefunden. Natürlich sind die Rahmenbedingungen, was die Nähe der, ja, sag mal, Konkurrenz anbelangt, sehr, sehr kompakt. Und im Gegensatz zum Nordosten oder Südwesten haben wir dann natürlich auch schönere Fahrzeiten, mussten nicht irgendwo übernachten. Auf der anderen Seite ist natürlich dann die Konkurrenzsituation enorm hoch. Und wenn man da nicht seinen Weg findet, dann ist es schon schwierig, ja. Wie ist es ein Nachteil, wenn man dann nur in der zweiten Liga spielt im Vergleich zu den anderen, um auch mal den Jungs eine andere Perspektive bieten zu können? Oder ist es vielleicht sogar ein Vorteil? Naja, für und wieder. Also der Nachteil ist natürlich schon, die erste Liga sieht jeder irgendwo, aber am Ende des Tages spiele ich hier im Jugendbereich auch in der A-Jugend-Bundesliga. Also habe auch meine Möglichkeit, mich zu entwickeln. Und das müssen die Jungs erkennen können, dass bei uns eine gewisse Ruhe herrscht, dass man natürlich auch Leistungssport treibt, aber trotzdem den Jungs auch die Möglichkeit gibt, sich in Ruhe zu entwickeln. Den Weg gehen wir halt auf unsere Art und Weise und das haben wir auch relativ erfolgreich geschafft. Ja, mit Marcel Gauss beim 1. FC Kaiserslautern haben wir auch mal einen Spätentwickler mit aufgenommen und das ist unser Weg und da sind wir auch sehr, sehr zufrieden mit. Wie sieht es aktuell aus? Haben Sie ein paar Spieler dabei, die, sagen wir mal, Potenzial haben, in die erste Mannschaft zu rücken? Unser Torwart, der nicht dabei ist, hat jetzt einen Profivertrag unterschrieben. Also das ist schon einer. Jetzt haben wir hier bei uns in der Mannschaft aktuell 2, 3 Kandidaten, die auch im Fokus schon sind, die auch schon in der U23 Regionalliga gespielt haben, sodass wir schon sagen können, wir haben jedes Jahr jetzt schon Spieler, die auf ihrem vernünftigen Entwicklungsweg, im ruhigen Entwicklungsweg ihren Schritt machen können. Aber da muss man auch ein bisschen Geduld aufweisen für und da sind wir auch bereit zu. Wie heißt der Torwart? Tim Wiesner. Was macht ihn aus? Sag mal, was macht es ihn aus, damit er, dass er einen Profivertrag unterschreibt? Was sind da diese Kleinigkeiten, dass er ein Profi wird und ein anderer, keine Ahnung, nur Regionalligaspieler oder es vielleicht dann irgendwo gar nicht mehr packt? Er ist brutal ehrgeizig. Brutal trainingsfleißig, kann man nicht anders sagen. Also ist vielleicht jetzt mal so eine Anekdote, er sollte jetzt eigentlich aus dem Training rausgezogen werden, weil er natürlich am 26. mit dem Profi starten sollte und sich da ein bisschen auch mal mental und körperlich darauf vorbereiten sollte. Jetzt ist er für eine Woche in Zwangsurlaub geschickt worden mit der Prämisse, die wir vorher ausgemacht haben, er darf 2-mal die Woche zum Training kommen und das Erste, was er gemacht hat letzte Woche, als er wusste, er fährt in den Urlaub, kann ich die ganze Woche zum Training kommen. Also der Junge will, der schont sich nicht, aber er muss halt auch lernen, sage ich mal, ein Gleichgewicht zu haben zwischen Ehrgeiz, Leistung und trotzdem auch, ich lebe irgendwo, bin noch ein Jugendlicher, der jetzt die Möglichkeit hat, natürlich viele Erfahrungen zu sammeln, viele Sachen mitzunehmen, aber trotzdem auch einen Schuss Lockerheit hat. Herr Schuka, vielen Dank fürs Gespräch. Nach ein gutes Spiel und eine gute Heimreise. Vielen Dank. Merci. Ganz klar.